die Kirche St. Josef in Köln-Ehrenfeld. Das Portal hat Sepp Hürten gestaltet und es stellt somit eine Verbindung zwischen seiner Arbeit als Bildhauer und seiner Kindheit in Köln-Ehrenfeld dar. In dieser Folge erzählt Sepp Hürten, wie seine behütete Kindheit in Ehrenfeld ein jähes Ende gefunden hat. Durch mein Wunsch, Pilot zu werden, wurde ich zwangsläufig direkt in die Hitlerjugend eingestuft. Mein Vater, der hat sehr viel mit mir gebastelt. Wir haben Segelflugzeuge gemacht, sehr schöne Modelle, die wir dann im Westerwald zum Fliegen gebracht haben. Das Fliegen der Dings erweckte in mir den Wunsch, so steuern zu können. Und das war der eigentliche Wunsch. Aber auf der anderen Seite hatte ich immer einen Zeichenblock in der Nähe, dass ich gezeichnet habe. Ich habe so ja Komik gemacht. Mein Vater, der hat sich manchmal kaputt gelacht, weil ich da auf die Beine gebracht habe. Also Comics habe ich gezeichnet, ich habe viel gemalt. Also die Talente zum Künstler waren schon eigentlich da. Der Wendepunkt kam in der Nacht, als wir ausgebombt wurden. Wir hatten ein Haus der Familie. Wir wohnten Onkel, Tante, Großmutter, meine Eltern und so weiter. Die wohnten alle praktisch in diesem Haus in Ehrenfeld. Und meine Mutter und meine Geschwister, die Medi und der Oskar, die waren schon geflohen in den Schwarzwald. Ich blieb mit meiner Großmutter zurück. Und in einer Nacht wurde unser Haus vollkommen zerstört durch eine Mine, eine Luftmine. Also die ganze Häuserzeile wurde sozusagen weggeblasen. Ich bin mit meiner Großmutter, habe ich irgendwie es fertiggebracht, aus diesem Haus rauszukommen. Es war ja praktisch alles verschüttet. Die Treppe war zu, alles war zu. Ich will jetzt nicht groß ins Detail gehen, wie ich da rausgekommen bin. Auf jeden Fall war das Intermezzo Ehrenfeld mit schlagartig zu Ende. Wir sind offiziell evakuiert in den Schwarzwald und haben dann da 3 Jahre richtig gelebt, bis zum Kriegsende. Ich war ja in der Zwischenzeit dann der AJ. Jetzt waren wir da im Schwarzwald und ich hatte ja keinen Beruf, keine Schule, nichts. War ja alles abgebrochen. Mein Ausgangspunkt war der, dass ich Pilot werden wollte. Also das war so eine Vorstellung, Held sein und ja, fliegen können und so weiter. Nur deswegen bin ich dann ins Segelfluglager gekommen. Und zwar in Ladinglingen im Schwarzwald. Und das war eine solche Schufterei, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das war noch Gummiseilstart. Da wurde das Flugzeug mit einem riesig langen Gummischlauch. 6 Personen zogen das Seil an und dann wurde da hinten losgelassen, dann wurde es richtig geflitscht ins All sozusagen. Und dann hatte ich dann die Gleitstarts hatte ich hingekriegt, dann kamen die ersten Hochstarts. Also da musste das Flugzeug nicht mehr gleiten, sondern steigen lassen, im Steilflug. Und ich war oben im Steilflug und irgendwie habe ich da eine Fehler gemacht oder was. Irgendwie ist mir das nicht gelungen. Ich stürzte ab mit dem Flugzeug und mache eine Bruchlandung sozusagen. Eine Katastrophe. Und dann kamen die an und haben mich dann raus aus dem Wrack rausgezogen. Ach, ich wollte nur kurz machen. Da war die Berufswahl, die war jetzt am Ende. Nee. Ich wurde dann, es war noch vor dem Kriegsende, dienstverpflichtet als Flugmotorenschlosser in den Junkerswerken. Das war also Flugmotoren für die hauptsächlich die U-52 in Straßburg.
Und da bin ich geblieben, bis Anfang der Amerikaner kamen. Die Amerikaner rückten praktisch bis Straßburg vor. Wir mussten Straßburg fluchtartig verlassen. Wir sind dennoch noch gerade so über die Kehler Brücke gekommen. Die Kehl war die andere Seite von Straßburg. Ja, und da war das Intermezzo zu Ende. Die Amerikaner blieben noch eine ganze Zeit lang da stehen. Ja, dann kam ich wieder nach Hause. Da lag dann der Einberufungsbefehl vor. Das heißt, ich sollte Soldat werden. Bin dann auch in Stuttgart-Esslingen in die Kaserne gekommen, zu einer Kochsausbildung als Panzergrenadier. Wir hatten ja allerdings kaum noch Waffen. Also der Zusammenbruch war nah. Also der Winter 1944, es ging los. Dann mussten wir uns in der Kaserne wohnen, die Ausbildung. Ja, und dann hatten wir unsere ersten Marschbefehle, aber nicht gegen den Feind, sondern wir liefen weg vom Feind. Der Amerikaner kam immer näher, immer näher, immer näher. Und dann war das Kuriose bei der ganzen Geschichte. Unsere Kompanie wurde bedroht von den Offizieren. Wer die Truppe verlässt, wird eigenhändig erschossen. Ja, das heißt mit anderen Worten, wir waren denen ausgeliefert, den Offizieren. Und eines Tages bekamen wir keine Verpflegung mehr. Die Offiziere waren alle weg. Und wir waren praktisch führungslos. Es ist so, als wenn eine Herde ihren Hirten verloren hat. Wir sind dann praktisch vor den Amerikanern hergeflohen, in die Berge. Und da hat sich eine Schar zusammengefügt. Also habe ich gemerkt, also das geht so nicht weiter. Wir wurden ja nicht mehr verpflegt. Ne? Mhm. Der Zusammenbruch war da. Ja, wir haben unsere Munition weggeworfen, unseren Karabiner weggeworfen und haben dann mit einer Bohnenstange, mit einem Handtuch, mit einem weißen Handtuch und sind dann in Rosenheim in Bayern auf die Amerikaner zugelaufen. Da stand am Ortseingang der Panzerwagen und die Kanone auf uns gerichtet und so weiter. Die amerikanischen Soldaten, die waren mit Maschinenpistolen hinter dem Panzer. Und wir haben dann zum Teil die Hände hochgehoben und so weiter. Naja, wir waren in Gefangenschaft. Eine amerikanische Gefangenschaft. Kam dann in Rosenheim in einer riesigen Kaserne. Und die Amerikaner, die waren der Sache gar nicht mehr Herr vor lauter gefangenen Soldaten und so weiter. Die konnten die auch kaum noch verpflegen und so weiter. Es war ein Chaos, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann war es so, mittlerweile war es so, dass die Gefangenenlager so überfüllt waren, dass sie nach Ausweg suchen müssten. Und zwar waren wir ja im Großen und Ganzen im französischen Besatzungsgebiet. Mhm. Französisch, das war die Grenze. Da waren die Amerikaner, da waren die, das waren die damals die Zonen. Mhm. Amerikanisch, Englisch, russische Zone und so weiter. Und dann wurden wir praktisch den Franzosen übergeben oder sollten übergeben werden. Wir wurden auf Lastwagen verladen. Auf großen Lastwagen wurden wir Richtung Frankreich, sollten wir abgefahren werden. Und da hatte ich einen Freund auf dem Lastwagen, das war der Hubert. Wir hatten uns mit Gesten verständigt, wir wollen abhauen. Wird die Flucht gelingen? Wird der gerade mal 16-jährige Sepp zu seiner Familie zurückfinden? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge.